Was ist dieses hässliche Ding? Wer würde so etwas hier hinkleben? Ist das ein Witz? Und da steht Garten auf Banban? Es sieht aus wie eine Kopie von uns, aber ein lustiger. Wer würde das schon mögen? Zack, Nickerchen, Katze. Du bist gar nicht so schlecht, oder, Kätzchen? Interessante Dinge, die du hier hast. Ich bin König und erhöhe die Steuern auf Knochen. Ich will die Köpfe, alle Verräter und ihre Körper. Oh, mein König, gönnen Sie sich einen Moment Ruhe von Ihren königlichen Pflichten. Was bist du? Tu mir bitte nichts. Dir wehtun? Dein Henker ist im Urlaub. Ich bin dein Narr. Ich bin hier, um sicherzustellen, dass mein lieber König amüsiert ist. Du bist wirklich gut, mein lieber Untertan. Sehr unterhaltsam. Zeig mir deinen besten Trick. Meinen besten? Ich warne dich, er ist sehr mächtig. Los geht's. Was? Du willst mich loszulassen? Oh je, was mit schade, kleine Babys. Es ist okay, Kinder, ich bin wie ihr. Ich bin sicher, wir kommen zurecht. Ja, ich finde auch, dass ihr merkwürdig aussehen. Aber wenn ihr Vögel seid, weiß ich, was ihr mögt. Oh, sie haben meine Hand gegessen. Wie verspielt. Seltsam, weg von meinen Babys. Du darfst ihnen nicht wehtun. Dir werde ich's zeigen. Das war aber nicht meine Absicht, ich schwöre. Ich wollte sie nur begrüßen. Warte, hör mir nur zu. Ich kann nicht glauben, dass jemand so hässlich sein kann. Nein. Babys? Oh, heilige Eier, es tut mir so leid. Dieser Ort ist riesig, aber ich kann niemanden finden, mit dem ich spielen kann. Hallo? Aber ich habe das Gefühl, dass ich beobachtet werde. Ich muss es versuchen. Ich hab dich. Da ist niemand. Ich muss so lächerlich aussehen. Ja, du siehst so lustig aus. Endlich habe ich einen erwischt. Das wird unglaublich. Nein, lass mich los. Oh, du gehst nirgendwo hin. Wir werden so viel spielen, mein Freund. Okay, Schüler, die erste Lektion heute ist Mathematik. Da ist etwas seltsam und nicht richtig hier im Raum. Was ist es? Du hier, du sitzt bei dem Beliebten. Also ist das okay. Jetzt, wer wagt es, das zu tun? Nein, warte. Ich kann das nicht glauben, wie ich schon sagte. Was zum Teufel? Was ist das? Das beliebte Mädchen? Wie kannst du dich eine Lehrerin nennen? Du hast noch viel zu lernen. Ich werde hier nicht sitzen und zusehen. Ich werde dir bei dieser Lektion helfen. Liebes, du hast die Eins vergessen. Du hast recht. Ja, Lehrerinnenfreunde. Gut, dass ich etwas zu essen mitgebracht habe. Äpfel schmecken mir immer. Oh, sie sind alle weg. Himmel, ich bin immer noch hungrig. Es muss etwas geben. Wow, es sieht köstlich aus. Ich hoffe, niemand hat etwas dagegen, also, wenn ich etwas magst esse. Brokkoli. Ich wusste nicht, dass ich werde dir beibringen, nicht das Essen von anderen zu essen. Du musst Besteck benutzen. Wirklich? Brokkoli schmeckt so besser. Probier es, mein Freund. Komm schon, es schmeckt Essen an. Das ist köstlich. Ich liebe es. Warte, ich habe nicht hineingeschaut. Hier ist das letzte. Hey, du teilst nicht. Natürlich. Ich wollte schon immer eine Tomate essen. Wow, es schmeckt besser, als ich dachte. Freut mich, dass es dir gefällt. Es tut mir leid, was ich gesagt habe. Lass mich bitte los. Wir brauchen dich aber für ein kleines Experiment. Ich werde ein wenig Gewanium injizieren. Was könnte schon schief gehen? Ich werde mit einem Schnitt beginnen. Wer unterbricht mich? Leute, ich dachte, vielleicht könntet ihr einen weiteren Eindringling gebrauchen. Gib ihm die Behandlung doch. Wunderbar. Mehr Spielzeug zum Zerbrechen. Leg ihn aufs Bett. Was? Es ist nicht gut, mein Freund. Komm schon, es wird Spaß machen. Nein. Banban, komm her. Was willst du, Jester? Was ist los? Gibt es noch mehr? Ja, aber nicht das, was du denkst. Sieh dir an, was die Kameras aufgenommen haben. Die anderen verstehen sich gut mit ihnen. Sie sind nicht gekommen, um uns was zu tun. Also auf meiner Stirn? Nein, nicht mein Gesicht. Komm schon, das ist mein Loch. Ich glaube nicht, dass ich etwas da drin finden werde. Geh weg von hier! Verdammt, was für ein schlechter Atem. Komm schon, das ist unsere Gelegenheit. Hallo, mein Freund, mach deinen Job. Nein, nach rechts, jetzt nach links, Bingo. Du hast es geschafft. Freiheit! Jetzt lass es uns dem Roten zeigen. Wir stoppen. Er muss sich schon in Stücke geschnitten haben. Nein, ich werde dich in Stücke schneiden. Wir wollten das nicht tun, aber wir mussten etwas tun. Es ist beschämend zu sagen, aber die Smiling Critters sind sehr beliebt. Inzwischen ist unsere Popularität in Gefahr. Wir mussten etwas tun. Solche Dinge passieren. Das ist drüber hinweg von euch. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum ich meine Freunde hasse. Ich würde alles für sie tun. Du dachtest, ich würde dich nicht finden, du Freak. Leute, musst du sie büßen. Büßen, aber au, ouch, genug, Leute. Mal sehen, ob du hier noch entkommen kannst. Tabi, nein, nein. Warum tut er das? Es tut mir leid, alles, was ich getan habe. Das ist nicht genug. Oh, genug, es ist zu viel. Es ist alles. Es breitet sich zu schnell aus, meine Freunde. Es war toll, euch zu kennen. Wenn doch nur alles wieder so wie früher sein könnte. Was? Wen interessiert's, wenn ich meine Freunde nicht mehr habe? Wäre es mir lieber, das Feuer wäre nicht gelöscht worden. Ich muss einen Weg finden, damit ich meine Freunde wieder lebe. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Wenn doch nur... Doc, ich komme!
Beruhige dich, Doktor, ich helfe dir. Es ist schwierig, beweg dich nicht, noch ein bisschen fertig. Das, jetzt tust du so, als wärst du unschuldig. Was ist los, Doktor? Was ist los? Ich will dich nie wiedersehen, sonst wird es noch schlimmer. Ich wollte nur helfen. Ich sollte etwas tun. Ich weiß nicht, warum sie mich tot sehen wollen. Da ist der elende Freak. Nein, bitte. Das ist ein Missverständnis. Ich werde dir zeigen, was ein Missverständnis ist. Das ist schrecklich, aber ich liebe euch, Leute. Ich bin zu allein. Meine Freunde lieben mich nicht mehr. Sie wissen nicht, was ich für sie getan habe. Ich werde dir nicht mehr. Ich will dir helfen. Was ist passiert? Also, die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Lass mich los, bitte! Natürlich, alles, was du tun musst, ist den Rest deiner Freunde zu erledigen. Nimm das! Ich würde sowas niemals tun. Was? Dann werde ich dich für deinen Ungehorsam büßen lassen. Er hat mich stundenlang geschlagen, aber ich habe seinen Drohungen nie nachgegeben. Also hat er es selbst getan und tat so, als wäre er... Zuerst war es Hockey, dann ging er zu Biggie. Er hat Crafties Kunst zerstört, er hat Baba zerquetscht, er hat fast Kick ins Kopf abgerissen. Aber mit Doktor ist er zu weit gegangen. Er hat seine Hilflosigkeit ausgenutzt und Gefangenen mit seinem großen Messer gefoltert. Er hatte kein Mitgefühl und ließ ihn dort allein hängen. Es war alles so schrecklich und sie denken, dass ich es war. Hast du das gehört? Hey, das sind meine Freunde, sie sind in Gefahr! Wartet nur, ihr Critters! Ja, sie sind in Gefahr! Oh, das tut weh! Ups, ich konnte es nicht schaffen! Keine Sorge, ich werde ihn retten! Ich komme, Hähnchen! Nicht bewegen! Das ist mein Ende! Du gehörst endlich mir! Ich kann dich fast schmecken! Du willst ihn nicht anfassen! Hey, lass meine Freundin in Ruhe, hörst du? Catnip, du hast mich gerettet? Du hast dich für mich geopfert? Das machen Freunde doch, oder? Catnip, wir haben dich falsch eingeschätzt, das kann uns sein. Ihr seid alle drauf reingefallen, ich war es die ganze Zeit. Ich werde mich rächen, du Miese. Das war einfach. Jetzt werde ich dich auslöschen, Catnip. Aus dem Weg. Sieh, dass du den Rutsch bestellt hast. Glaubt ihr wirklich, ihr einfach unterhaltet, ihr könnt die Macht der Wissenschaft besiegen? Und jetzt zu dir, du eingebildete Katze. Nichts wird sich zwischen dich und mein Messer stellen. Nimm das, du wirst meine Pläne nicht ruinieren! Catnip, nein! Auf nimmer Wiedersehen! Warte mal. Ich werde nicht zulassen, dass du ihm ein Haar krümmst. Wo wir dabei sind, gib mir Fett! Misch dich nicht ein, du kannst hier nichts tun! Ich habe die Elektrizität. Catnip, bitte halte durch. Nur noch ein bisschen, mein Freund, sei stark. Catnip? Hier bin ich, du hast mich gerettet. Oh, yeah. Ja, danke, Catnip. Danke euch allen. Lass nicht zu, dass sie mich mitnimmt, Catnip. Bitte! Geht nicht, bitte! Du kannst unser Baby nicht einfach mitnehmen. Was tust du? Ich will nicht die Freundin von jemandem sein, der so erbärmlich ist wie du. Lass mich nicht allein ohne mein Kind, bitte! Ich will Catnip nicht verlassen. Ich will bei ihm bleiben. Nein, Sohn. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich mache alles für dich, wenn du bei mir bleibst. Alles? Ja, egal, was du willst. Okay, hör mir zu. Ich will viel Geld, ein schönes, großes Haus und vergiss nicht das Auto. Ich bin arm, obdachlos und weiß nicht mal, wie man fährt. Ja, ach, wie schade. Dies sind meine Bedingungen. Ich will nichts davon. Catnip, nein! Nein, warte kurz. Letzte Chance. Ich lasse dich nicht gehen, hörst du? Ich kann einfach nicht glauben, dass du mir das antust. Du hast gewonnen. Ich akzeptiere deine Bedingungen. Beeil dich. Ich komme. Das tut weh. So, fertig, meine süße Freundin. Gefällt dir unser neues Zuhause? Es ist ziemlich klein. Und es fehlt einfach alles, was es braucht, damit deine Familie dort leben kann. Nein, danke. So. Bitte bleib hier. Ich baue dir alles, was du willst, mein Schatz. Lass mich nur machen, damit dein Traum wahr wird. Jetzt und selber. Es ist vollbracht. Wie gefällt es dir? Naja, es sieht gut aus, aber... Das Material hält viel aus. Es ist total sicher. Siehst du... Wow, jetzt ist es perfekt. Freut mich zu hören. Hey, Mom, warte. Ich wollte noch etwas fragen. Stopp. Was willst du denn? Ich will spielen, Cat Mom.
Können wir, bitte? Oh, wie langweilig. Hier, spiel mit dem Handy. Okay, aber es ist nicht dasselbe. Ich fühle mich nicht so gut. Ich liebe diese faulen Samstage. Es ist Mittwoch, Schatz, und ich brauche eine Pause, sobald wie möglich. Muss ich echt alles allein machen im Haus, oder wie? Oh, interessant. Was ist denn? Kannst du mir ein bisschen aushelfen, bitte? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Kannst du denn gar nichts alleine? Was ist denn los? Ich sollte das besser aufnehmen. Ich brauche auch mal meine Auszeit. Hör auf, mich zu schlagen, auch nicht. Du bist so gemein. Ich bin so gelangweilt. Hey, können wir etwas spielen, Mom? Lass mich schlafen. Hey, Daddy, willst du was mit mir spielen? Entschuldige, Sohnemann, ich habe gerade sehr viel zu tun. Warum will niemand mit mir spielen? Bin ich etwa das Problem hier? Oh, das ist mies. Ah, Hilfe! Nein, wenn ich fall, könnte ich sterben. Das ist zu gefährlich. Kackmann! Mom braucht ihren Schlaf. Das kannst du nicht ernst meinen. Mein Daddy, sag mir nicht das. Nein, das hätte auch ich sein können. Irgendjemand, Hilfe! Sei ruhig, Kind. Ich halte es nicht mehr aus. Ich werde gleich fallen. Ich lebe noch. Klasse! Gerade noch rechtzeitig. Mein Junge, du bist jetzt sicher. Was? Jetzt reicht's mir. Was? Wach auf! Was ist passiert, Catnap? Warum hast du mich geweckt? Wieso lässt du fast deinen Sohn sterben? Nein, nicht streiten. Raus aus meinem Haus! Es so wagen! Auf damit! Sie verlieren die Kontrolle. Es ist Zeit, ihn anzurufen. Ich hoffe, ich mache das Richtige. Wer ist da? Ich brauche Hilfe! Ich bin sofort da. Hört auf, bitte! Das hast du ja wohl auch. Es kann doch nicht sein, dass ich den ganzen Tag alles im Haus allein machen muss und du kannst dich noch nicht mal um unseren Sohn kümmern. Du bist ein Idiot und nichts zu gebrauchen. Hey, fass mich nicht an! Was? Hast du mich etwa gerade geschlagen? Stopp, ich kann mich nicht gegen dich wehren. Tu mir nicht weh! Was sagst du denn da? Du Arsch! Autsch! Feigling! Hör mir erst mal zu! Sie tut nur so! Es hat geklappt. Ich muss das beenden, Catnap. Jetzt oder nie. Gerechtigkeit für deine Frau! Tu's nicht! Das reicht aber jetzt! Kind! Catnap hat gar nichts getan. Es war die ganze Zeit nur Catmom. Oh, du heilige Pfote. Es tut mir so leid. Ist schon okay, Bro. Aber sie... Sieh mich bloß nicht so an. Nein, wartet bitte. Auf immer Wiedersehen. Psycho. Nein, das ist nicht fair. Tschüssi, hast du eine schöne Zeit. Damit werdet ihr nicht durchkommen. Ende gut, alles gut. Das ist der beste Tag meines Lebens. Ich bin so überglücklich. Natürlich bist du das, Liebling. Du heiratest ja auch mich, die perfekte Frau für mich. Ich kann es kaum glauben, ich liebe dich so sehr. Ich wusste, du würdest das sagen, liebes Sohn. Kannst mir nicht mehr entkommen. Niemand möchte was dazu sagen? Ganz sicher? Bitte, irgendjemand muss was sagen. Klappe, verheirate uns endlich. Ja, natürlich. Wo sind die Ehedokumente? Ah, ich kleid die Kräfte an mir aus. Nein, ich gebe dir mein Herz. Das will ich doch hoffen. Wer ist das? Lass den nicht rein! Ich bin gegen diese Ehe. Diese Hochzeit ist ein Fehler. Wieso rinde davon? Habe ich etwa Mund gemacht? Hey, Flohbeutel, ich verhau dich, wenn du nicht sofort abhörst. Ruf, entschuldige, ich glaube, ich bin nach der falschen Hochzeit. Es gibt nichts, worüber wir reden müssen. Sag auf Wiedersehen! Das wollen wir nicht sehen! Hey, du handelst unvernünftig, mein Freund. Es wird Zeit aufzudecken, warum diese Hochzeit falsch ist. Erinnerst du dich? Wieso dauert das Essen so lange? Ich seh dir nur diesen Nachtisch an, den ich für dich gemacht habe. Hey, damit. Sei vorsichtig, Liebste. Sei ruhig. Ist bestimmt ungenießbar, wie alles, was du kochst. Boah, ist das eklig! Entschuldige, ich habe diesmal nur das Rezept befolgt. Das kommt gleich in den Müll. Los, mach's sauber. Ich habe so viel Herz da reingesteckt. Sieh, was ich mit deinem Herzen mache. Ciao, ciao. Oh nein. Als ich ankam, war sie am Boden zerstört. Das ist alles meine Schuld. Weine nicht, meine Freundin. Dein Essen schmeckt vorzüglich. Denkst du das wirklich? Natürlich. Dein Nachtisch ist der beste. Für dich doch immer. Doch das war's noch nicht. Ich hoffe, er mag es. Ich denke, es sieht toll aus. Hey, Mr. Delight. Was willst du? Sehen Sie nur, was ich Ihnen gemalt habe. Her. Was ist das? Es ist ein Porträt von Ihnen beiden. Das nennst du ein Porträt? Los geht's. Woher kommt? Wie geht's dir denn heute? Zeit zum Fliegen. Ich hoffe, dieser verrückte Kerl sieht mich hier nicht. Ist er weg? Oh nein! Du willst also ein Spiel spielen? Hey. Liebste Überraschung, ich habe ein Geschenk für dich. Was? Tschüssi. Was ist bloß los mit dir? Du hast mir meinen Spaß unterbrochen. Es ist sehr zerbrechlich, Liebster. Ich brauche keinen Müll. Du bist ein Dummkopf. Tut mir so leid, mein Liebster. Oh, Mist,
Kleidung. Armes Ding, aber ich bin ja so ein Idiot. Sie sind kein Idiot. Das ist ja sehr süß. Nein. Diese Idioten kommen immer dazwischen, hä? Was haben wir denn hier? Dieses Kleid steht mir wirklich toll. Das ist ein Mädchen nach meinem Geschmack. Ich sah, wie du Doktors Freundin ausspannen wolltest. Dein charmanter Prinz, Prinzessin. Oh, verschwinde, du Zwerg. Ich zeig dir schon noch, was ein Zwerg so alles kann. Wie eklig. Küss mich. Verschwinde endlich. Niemand lehnt mich ab. Niemals. Was zum... Sie gehen, du Monster, oder ich mach den Rest deines Gesichts kaputt. Mein Prinz. Mein Ritter. Du hast den großen Fehler gemacht, du Idiot. Sie ist meine Freundin. Weißt du was? Ich kann's gar nicht leiden, wenn man mich anschreit. Er schlug Dr. A. Ouch. Nein, Doktor, mein Liebster. Du bist echt unglaublich. Damit kommst du nicht davon. Droh mir nicht. Ich verschwende hier nur meine Zeit. Ich bin raus hier. Ich verstehe nicht, warum er mich nicht liebt. Hör mal, doofes Mädel. Ich glaube, ich sollte mich bei dir entschuldigen. Oh, es ist Mr. Delight. Mrs. Delight. Behandelt er sie schlecht? Naja, nur ein bisschen. Ich will nicht verspottet werden, aber wenn ich sie für mich gewinnen kann, bin ich der Letzte, der lachte. Meine kleine Puppe, willst du mich heiraten? Nein, ich stelle dir eine Falle, während er mit deiner Liebe spielt. Natürlich will ich. Ich verspreche dir, ich werde auch nie mehr gemein zu dir sein. Du machst mich so glücklich. Ich wusste, du liebst mich. Okay, okay, ich gebe dir all meine Liebe. Sie ist in seine Falle getroffen. Erleb dich nicht, Miss Delight. Heirate nicht dieses Monster. Hä? Nein, das ist unmöglich. Er liebt mich, oder nicht, mein Liebster? Fass mich nicht an! Was tust du denn da? Ich hab die Nase voll. Catnap, das ist das letzte Mal, dass du mir meinen Spaß ruiniert hast. Oh, nein, 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 nein. Ja. Verschwinde für immer! Mein Kind! Keine Sorge, ihr seid als nächstes dran. Freunde! Ich hab solche Angst, was? Es riecht hier stark nach Bacon. Ich sollte besser gehen, oder habt ihr etwas gehört? Aber ich dachte, dass ich mich nicht hier finden. Mein Fuß. Der Flohbeutel sagt auf Nimmerwiedersehen. Wiedersehen? Nein, nicht die Leiche. Diese Idioten. Autsch. Du bist hier der Idiot. Oh, was ist passiert? Du? Ich werde nie mehr dein Idiot sein, denn der einzige Idiot hier bist du. Kleines Püppchen? Nein, bitte vergib mir. Du brauchst keine Vergebung, du musst nur sterben. Nein. Wo ist der hin? Oh nein, bitte tut mir nicht weh. Ich hab den, schnapp den. Schnapp den. Los, schnapp den, bevor es zu spät ist. Es sind so viele, ich muss sie abhängen. Autsch. Keine Zeit mehr. Nein. Gib mir dein Hirn jetzt, Hund. Nimm deine dreckigen Hände von mir. Ich muss die anderen warnen. Mein hirnloser Kopf tut weh. Ich hoffe, meine Beine halten das durch. Du gehörst mir. Niemals. Das ist dein Ende. Jetzt bin ich wirklich in Schwierigkeiten. Jetzt wirst du ein Teil von uns, für immer. Nein, lass mich los. Was habt ihr mit mir vor? Wir wollen nur das Beste aus dir. Stopp diesen Wahnsinn. Du gehörst jetzt zu uns. Geh uns an den Mund genug. Irgendjemand helfe. Du bist alleine. Ich bin bitter. Mein Favorit. Ich fühle mich nicht so gut. Ich glaube, es ist zu spät für mich. Mein Körper verrottet bereits. Ich kenne ein Heilmittel. Wir müssen hier weg. Was geht hier vor, Crafty? Ich erzähle es dir von Anfang an. Der Prototyp. Er hatte einen dunklen Trank in seinen Krallen. Catnap, gieß den Trank über das Grab. Catnap wollte es nicht tun, aber Prototyp zwang ihn dazu. Er war zu verängstigt. Er gehorchte seinem Meister nicht und schüttete den Trank auf ein menschliches Grab in der Nähe. Der Boden bebte und knarrte und eine knorrige Hand brach aus dem Boden. Das Kätzchen war schockiert, als plötzlich eine Horde Zombies aus dem Boden emporkamen. Prototyp zog eine Fernbedienung hervor und drückte den Knopf und die Zombie-Augen glänzten. Ihre Bewegungen wurden roboterartig, denn nun wurden sie von ihrem Meister kontrolliert. Ich lief, bis etwas meine Aufmerksamkeit erregte. Es war Baba, der einen wundervollen Trick mit seinem Hut machte. Er gab mir ein fabelhaftes magisches Geschenk. Seine Liebe.
Ich verfiel in Schüchternheit, aber unser Moment wurde von rotleuchtenden Augen unterbrochen. Bevor ich reagieren konnte, wurf ein Zombie nach mir und kaute auf mir, wie auf einem Kaugummi. Baba brüllte zu meiner Verteidigung, rettete mich vor dieser untoten Leiche. Sie war für einen Moment fassungslos, dann wurde sie wütend über Babas Offensive und drückte ihn aggressiv zu Boden. Versuch doch, mich zu verletzen, aber ich werde nicht zulassen, dass du sie angreifst. Ich fresse deinen Elefantenkorb. Nein, mein super intelligentes Herr. Lass ihn in Ruhe. Damit hab ich nicht gerechnet. Keiner schlägt meinen Nerd. Oh Gott, ich glaube, jetzt bin ich in großen Schwierigkeiten. Bist du okay? Oh, mein Gesicht juckt. Oh mein Gott, ich war faul. Das ist ja schlimmer wie ein Albtraum. Und es ist noch nicht vorbei. Wir müssen jetzt Labor und Heilmittel herstellen. Ja, Baba, ich bin direkt hinter dir. Baba und ich rannten ins Labor. Ich schlug die Tür hinter mir zu. Ich stemmte mich gegen den Eingang, während Baba zur Werkbank eilte, um einen Trank aus Fläschchen und Chemikalien zu mischen. Bitte beeil dich, Baba. Ich kann sie nicht länger zuhalten. Baba schnappte sich einen Becher mit leuchtend grüner Flüssigkeit, aber sein Körper zuckte und fiel zu Boden. Das war viel schlimmer als jede andere Krise. Ich dachte, mein Herz würde jeden Moment platzen. Es sah aus, als würde alles zu Ende sein. Aber auf einmal, Baba fing an, sich etwas komisch zu fühlen. Grüne Blätter? Langer Stamm? Baba war plötzlich eine Schneeerbse. Ich weiß zwar nicht, was es für eine wissenschaftliche Erklärung dazu gibt, aber zumindest hat es mich nicht umgebracht. Ein Elefant? Du bist ja so lustig, jetzt chill mal ab. Sag auf Wiedersehen zu deinem Freund. Wieso kann ich mich nicht mehr bewegen? Ich lass nicht zu, dass einer von euch sie verletzt. Gib uns eure Hilfe. Oh nein, Gehirn. Oh nein. Du hast mich gerettet. Natürlich. Ich möchte dir sagen, ich... Keiner von euch kann meiner Zombie-Horde entkommen. Meine Freunde. Geht auf, ihr habt keine Chance. Glaubst du wirklich, ich sitze hier noch rum und tue nichts? Genau das ist, was ich glaube. Oh, Junge, er ist stärker, als ich dachte. Das kannst du nicht machen, Prototype. Ich flehe dich an, vergib ihn. Ich brauche deinen Rat nicht, Catnap. Nein! Mein Herz blutete, als ich sah, wie Catnap zu Boden ging. Ich musste irgendwas tun. Da sah ich übrig gebliebenen Trank am Boden, der auf mich wartete. Das war unsere einzige Hoffnung, ehrlich was gesagt. Was ist das? Wie gut ist ihr Leben nie so einfach auf? Stirb, Insel! Spür meine wahre Kraft! Denkst du wirklich, du kannst mir was anhaben? Ich bin ein Katze! Mach dich bereit zu scherben, Kirschbombe! Hilfe! Das wird nicht mehr helfen! Ich bin weggeflogen, durchs Fenster wie ein Pinball. Ich sah dich um dein Leben rennen, mit einem Puls von vertrauten Zombies an deinen Fersen. Die Szene verstörte mich und erfüllte mich mit Hass. Ich konnte auf keinen Fall einfach nur da sitzen und zusehen, wie aus einem wehrlosen Welpen Zombiefutter gemacht wird. Ich war bereit. Und so sind wir hierher gekommen. Oh nein! Lass unseren Freund in Ruhe! Warum lassen wir es immer aus, wenn wir sie fressen wollen? Ihr verdient es nicht anders, was? Du hast deinen Wert bewiesen. Stirb Sag jetzt! Sag bloß nicht! Da sind noch mehr von denen! Gib uns eure Hände! Das Gerät schnell außer Kontrolle! Anscheinend haben wir keine andere Wahl, als schlechte Entscheidungen zu treffen. Gib mir Power! Was für ein Held wirst du werden? Etwas leuchtet. Was ist das? Nichts davon war in meinem Plan. Ja, mit seiner inneren Kraft! Einfache Wesen. Der Tag vor euer Urteil ist endlich gekommen. Sterb! Wir haben schon genug Probleme. Was nun? Fühl die Rache von einer... Sonnenblume? Oh nein. Das ist meine letzte Chance, all meine Freunde auf einmal zu retten. Komm schon. Okay. Ich habe genug von dir. Nein, Prototype, das bedeutet, bitte, dass du deinen Verrat an mir bereuen wirst. Ich wollte doch nur meine Freunde retten. Tötet mich nicht. Keine Sorge, Captain. Beeil dich und trink von diesem Trank. Und alles wird gut. Du bist der Beste. Was dieser Trank wohl aus uns machen würde. Schlecht geworfen. Wie interessant. Was? Brauchst Exakt du das hier. Dankeschön. Jetzt können wir nur hoffen, dass die Kräfte daraus reichen. Da ich nicht das kräftigste oder stärkste Tier bin. Aber ich hoffe, es ist genug, um es zu Ende zu bringen. Meinst du wirklich, du kannst mich stoppen? Zombie-Horde. Du kannst doch keiner Pilz. Das Gleiche kann ich nicht von untoten Leichen behaupten. Nehmt sie! Was ist denn möglich? Ihr seid zu lecker. Das war wirklich knapp. Geht's euch gut? Du hast uns gerettet. Pass auf. Ich muss den Blumen wohl selbst pflücken. Oh yeah, komm her und versuch es. Angreif! Friss meine Froschkugeln. Probier meine Kirschbombe. Du hast keine Chance. Das werden wir sehen, du verdammte Verräter. Ich schwöre, dass ich dich qualvoll töten kann. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Du bist verreckt.
Zumindest verrate ich meine Meister nicht wie du. Das ist übel. Ich beende es jetzt. Stirbt uns jetzt. Es tut mir so leid. Ich beschütze dich. Eine Blume? Was kannst du schon tun? Ich gebe dir eine Kostprobe der Sonne. Fürchte meine Genki-Dama. Du musst unten das nicht tun. Nein. Unbedingt. Easy peasy. Du hast es alles zusammen geschafft. Nein, bitte. Warum seid ihr so besessen von mir? Wer könnte du das die so Beste? Die Beste. Willst du mich heiraten, Mustilite? Nein. Was? Ich habe ein schlechtes Gefühl. Kommt schon, Leute. Zeigen wir ihr unsere Liebe. Versteht ihr nicht, dass ihr mich damit unwohl fühlen lasst? Verstehst du nicht, dass wir dich lieben? Was stimmt mit euch allen nicht? Ja, was stimmt nicht mit unserer Gesellschaft? Sag es ihnen, Mädchen. Oh Gott, bitte, jemand muss uns helfen. Kinderlein. Oh Gott. Du hast mich genau zur rechten Zeit gerettet. Danke, Spieler. Du bist viral. Du bist berühmt geworden wegen dieses TikTok-Tanzes. Hat mich jemand aufgenommen? Nicht schon wieder? Ich sagte, unterschreib es nicht. Schnappt euch! Meine Güte, warte! Nein, lass sie nicht entkommen, Leute! Ja. Los geht's! Ruhe! Wir sollten uns besser verstecken, oder? Danke, dass du mir geholfen hast. Ich rieche sie, sie müssen ganz in der Nähe sein. Leute, jemand verkauft offizielles Mistyline-Merchandise. Wer könnte all das tun? Da hast du es. Das macht 60 Euro. Danke. Wir sind reich. Yeah, in diesem Tempo können wir das Waisenhaus kaufen. Okay, wir sind Profit mit mir. Die Leute, warte. Es funktioniert. Wie? Oh nein. Haltet ihr mich für dumm? Ihr habt mein Video gestohlen. Überhaupt nicht. Wir verkaufen Hobbykleider-Merchandise. Zu wissen, dass ihr reich seid, denn ihr werdet bezahlen. Nein, bitte, hab Erbarmen. Die Leute, warte. Lass ihn los. Sag die Wahrheit, oder du wirst es bereuen. Hey, Leute, Misty Light ist hier. Was hast du getan, Kettner? Wir haben keine Zeit für sowas. Heiliger Strohsack. Misty Light, wir lieben dich. Nicht los, wir müssen hier weg. Lass mich los. Du gehst nirgendwo hin. Du bist unsere Goldgrube. Wir dürfen das nicht verpassen. Niemand kann mich als Werkzeug benutzen. Wir haben keine Zeit, Miss. Lauf! Sie sind verrückt. Sie ist stark, Doktor. Er könnte traurig sein, wenn er so reich ist. Du hast recht. Unser Erfolg ist unbestreitbar. Gut gemacht. Lass uns die neue PlayStation kaufen. Unsere Liebe ist unersetzlich. Hilf mir, Spieler. Vielleicht. Fass sie nicht an. Warte dich, Spieler! Für mich ist es zu spät! Halte durch! Ich hab dich gleich! Wie verrückt können all diese Leute sein? Die Leid? Sagt es nicht, mir auch nur ein Haar zu krümmen! Oh, die Leid hat mich ins Gesicht geschlagen! Ekelhaft! Hilf mir! Wir haben noch genug Zeit, um zu entkommen! Lass uns gehen! Komm schon, Spieler! Beeil dich! Ich bin dabei! Gib mir deine Hand! Ja, ich halte es nicht mehr aus! Wow. Keine Sorge! Ein Held lässt niemanden zurück! Hörst du? Laut und deutlich. Ich weiß das zu schätzen. Aber wohin gehen wir? Irgendwo weit weg von hier. Okay. Moment mal, sie sind entkommen. Hört sofort zu, die Leid ist verschwunden. Unmöglich. Hör zu, ich suche das gesamte Gebiet. Nach die Leid. Aufteilen. Sieht so aus, als wären wir jetzt sicher. Was sollen wir tun? Ich denke, du könntest ihnen dein böses Gesicht zeigen, um sie zu erschrecken. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das funktioniert. Versuch's doch einfach. Mein Fernsehen kribbelt. Da drüben. Bitte. Heiliger Bimbam. Schnapp sie an, Jungs. Sie können uns jetzt nicht mehr entkommen. Oh nein. Tu es, Delight. Das ist der einzige Weg, um Rache zu nehmen. Kidnap und Doc Day? Okay, ich tu es. Verdammt. Death Metal. Death Metal. Könnt uns aufhalten, Mr. Light. Was wollt ihr, Verrückten? Unser Idol. Verschwindet. Bitte nicht! Unmöglich, sie ist ein Monster! Es hat wirklich funktioniert! Fantastisch! Ich habe nie an dir gezweifelt! Ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal von so vielen Süßigkeiten umgeben würde. Das ist das Paradies! Wow! In der Tat! Oh yeah! Nun ja, am Ende ging alles gut! Die Spielzeit ist vorbei! Unmöglich! Mist die Leid! Lauf! Nicht so schnell, ihr Ratten! Okay, was ist der Plan? Ich habe keinen überlegt. Warte, pass auf! Warte, pass auf! Was ist euer Lächeln? Ich zeig's euch. Ich werde es genießen. Wir sind umzingelt. Wir sind umzingelt. Bitte tu es nicht. Was eine Idee. Was? Süße Rache. Ich glaube, ich habe auch noch eine andere Idee. Was? Auf keinen Fall werden wir das tun. Vielleicht mit etwas Anreiz? Ich kann sie leicht motivieren.
Das ist so gemein. Oh mein Gott, ich liebe sie. Hast du das gesehen? Smiling Crit, das sind coole Tänzer. So coole Tänzer. Ich glaube, ich sehe sie. Wie ironisch kann das Leben sein? Wartet, sie verloren. Smiling Crit. Das war großartig. Oh, mir geht es nicht so gut, Prototype. Lass mich dir helfen. Ja, danke. Bleib hier. Verlass mich nicht. Ich weiß, dass du das nicht machst. Aber es wird dir besser gehen. Das kann nicht sein. Ich kann diese Suppe nicht mal riechen. Nimm sie von meinem Gesicht weg. Willst du dich nicht gesund fühlen? Sei ein braver Junge und nimm sie. Ich versichere dir, es wird nur einen Moment dauern und am Ende wird es sich lohnen. Ja, was ist los? Nein, meine Schaltkreise werden schwer beeinträchtigt sein davon. Lass mich mal sehen. Du kochst ja, Catnap. Ich werde deine Temperatur messen. Ich bin mir nicht sicher. Ist das sicher? Nein, ich wusste es. Es tut mir leid. Das habe ich nicht erwartet. Mir geht es mit jeder Sekunde, die vergeht, schlechter. Dann versuch das. Es ist nur eine Pille. Ich hasse Pillen. Nein, bitte. Öffne deinen Mund. Nein, ich will nicht. Du kannst mir nichts... Hör auf zu widersprechen. Nicht mit mir. Ha, yes. Ekelhaft, wie konntest du mich so verraten, nachdem ich dir gesagt habe, dass ich es nicht kann? Moment mal, ich fühle mich wieder großartig, so energiegeladen, danke. Gern geschehen, aber es gibt noch weitere Überraschungen zu entdecken. Ernsthaft? Das ist der beste Tag meines Lebens. Du bist großartig, Prototype. Danke nochmal. Oh, woher wusstest du, dass ich die wollte? Ich habe es einfach angenommen, weil sie niedlich sind, wie du. Spiel mit mir. Hallo. Bitte nimm mein Geschenk an. Danke, Hagi. Oh nein, sag mir nicht, dass ich meine neue Kissy-Missy-Puppe zerstört habe. Moment mal, vielleicht funktioniert das. Es ist nutzlos, ich bin so ein Grobian, ich habe es vermasselt. Nein, nicht, Kleiner. Lass mich einen Weg finden, dir ein neues Spielzeug zu besorgen. Bitte hilf mir jemand, das darf nicht mein Ende sein. Ist das der Preis dafür, dass ich so böse zu Ihnen war? Sie bitte könnte funktionieren. Wovon redest du? Bleib ruhig. Es ist zu spät. Mein Spielzeug. Hey, Liebling. Ich habe dir doch gesagt, ich würde einen Weg finden, dich zu unterhalten. Das sieht vertraut aus. Wen interessiert's? Ich liebe mein neues Spielzeug. Ich kann es sogar wie einen Greifarm benutzen. Danke. Ich wusste, diese Katze würde hier sein. Das ist das beste Spielzeug, das ich je hatte. Ja? Warum spielst du da nicht damit? Prototype, du bist der Beste. Was? Du wirst endlich dafür bezahlen, was du getan hast. Bis später, Proto. Damit kommt er nicht davon. Das wird dein Ende sein, Kettner. Wie kannst du so viel Wut in dir haben, Spiel? Hör auf. Hör auf, so zu tun, als wüsstest du nicht, wovon ich rede. Zeit, bestraft zu werden, kleine Katze. Catnap, oh mein Gott, ich werde dich retten. Was verloren, Catnap? Sind das wirklich meine letzten Momente? Moment mal. Prototype, ja, mein Heilige Makrele, ich muss durchhalten, bevor es ich zu spät ist. Ich werde dir keine Gnade zeigen. Es tut so weh. Das hast du verdient. Hey, kleine Katze. Prototype, du hast mich gerettet. Vielen Dank, mein Held. Es freut mich, dass du keine Angst hast. Nein, warte, bist du? Ja, das ist meine echte Form. Gefällt sie dir? Meine Seele hat gerade meinen Körper verlassen. Du machst mir Angst. Deine Worte treffen mich tief ins Herz. Catnap, was? Nein. Ich weiß, er ist nicht böse, das weiß ich wirklich. Ich muss mutig sein und ihn konfrontieren. Geht es dir Lass gut, mich Prototype? In Ruhe. Ich bin zu gruselig für dich, oder nicht? Ich wollte diese schrecklichen Dinge nicht sagen. Entschuldige, ich hab dich lieb. Ist mir egal. Das kann nicht sein. Ich habe es. Vielleicht muss ich einfach Sag nur... Sag nicht mal. Oh, Catnap. Kannst du mir bitte verzeihen? Natürlich, kleine alberne Katze. Schön, dass es uns Schön, gut geht. Dass es uns gut Warte, geht. Was machst du da? Ich schenke dir meine Liebe. Ich liebe dich auch.